Betriebsstoffe und deren Auswirkungen in Kraftfahrzeugen. Die Kundenanforderung an heutige Kraftfahrzeuge ist nicht nur die Betriebssicherheit, vielmehr steht die Wirtschaftlichkeit im Mittelpunkt. Trotz intensivster Wartungs- und Pflegearbeiten lassen sich bestimmte nachteilige chemische und physikalische Reaktionen nicht vermeiden. Zum Beispiel befinden sich in jedem Kraftstoffsystem Wasser und Feuchtigkeit. Wie gelangen sie hinein? Zur Veranschaulichung werfen wir einen Blick in das Innere eines Kraftstoffsystems. Beim Betreiben eines Kraftfahrzeugs verringert sich der Kraftstoffpegel im Tank. Um den Druckausgleich im Tank zu gewährleisten, wird über Entlüftungsvorrichtungen frische Luft angesaugt. Je nach bestehenden Witterungsverhältnissen enthält diese Luft mehr oder weniger Feuchtigkeit. Durch Temperaturschwankungen, wie zum Beispiel nach Einbruch der Dunkelheit, entsteht aus dieser Luftfeuchtigkeit ein Kondensat, das sich in Form von Wassertröpfchen an den Wandungen des Tanks absetzt. Da Wasser eine spezifisch höhere Dichte als Kraftstoff aufweist, also schwerer ist, sammelt sich dieses Kondenswasser an der tiefsten Stelle im Tank, dem Tankboden. Es bestehen aber noch weitere Möglichkeiten für das Eindringen von Wasser in das Kraftstoffsystem. Beim Betanken des Fahrzeuges kann abgesetztes Kondenswasser aus dem Großtank der Tankstelle in das System gelangen. Des Weiteren durch Witterungseinflüsse wie starkem Regen und Spritzwasser oder bei intensiverer Fahrzeugwäsche nach starker Verschmutzung. Dadurch ergeben sich folgende Nachteile. Wasser im Kraftstoffsystem führt zu Minderschmierung und somit zu erhöhtem Verschleiß und Geräuschbildung von zum Beispiel der Kraftstoffpumpe. Das Wasser erzeugt einen Korrosionsprozess im gesamten Kraftstoffsystem. Korrodierte und gelöste Rostpartikel können Leitungsquerschnitte verjüngen und das Kraftstoffsystem in seiner Funktion stark beeinträchtigen. Teilweise werden diese Rostpartikel vom Kraftstofffilter zurückgehalten. Jedoch passiert das Wasser den Filter ungehindert und verursacht in nachfolgenden Baugruppen erneute Rostbildung. Diese Rostpartikel können sich wiederum lösen und zu erheblichen Problemen führen. Dabei werden in unserem Beispiel der Kraftstoffdruckregler, der Kraftstoffmengenteiler und die Einspritzdüsen in ihrer Funktion stark beeinträchtigt. Durch Düsennadelklemmen kommt es zu unkontrollierter Verbrennung. Aber auch Wassertröpfchen, welche den Verbrennungsraum erreichen, führen zu Störungen im Verbrennungsablauf. Eine weitere Problematik stellt sich durch eine veränderte Betriebsstoffsituation wie folgt dar. Bei bleifreien Kraftstoffen wurde das Blei durch Alkohole ersetzt. Alkohol hat keine schmierenden Eigenschaften und ist zudem hochhygroskopisch, sprich wasseranziehend. Dadurch wird die besagte Problematik Wasser und Feuchtigkeit im Kraftstoffsystem sogar noch verschlimmert. Die auskondensierten Wassertropfen entziehen auf ihrem Weg durch den Kraftstoff selbigem Alkoholanteile und sammeln sich nun als hochaggressives Alkohol-Wassergemisch auf dem Tankboden. Durch die Kraftstoffpumpe wird es im gesamten nachfolgenden System verteilt. Dieses hochaggressive Alkohol-Wassergemisch passiert dabei ungehindert den Kraftstofffilter und verhält sich extrem zersetzend auf alle nachfolgenden Baugruppenmaterialien. Insbesondere gefährdet sind Aluminiumteile, in denen Aluminiumhydroxid entsteht, welches in trockener Form als weißes Pulver bekannt ist. Ebenso betroffen sind Gussteile, Elastomere, Kraftstoffleitungen sowie der Kolbenboden und die Kolbenringe. In den genannten Bauteilen kommt es durch diese Alkohol-Wassermischung und den daraus resultierenden Rostpartikeln zu erhöhtem Verschleiß und Materialwanderung. Durch Verjüngung der Kraftstoffleitungsdurchmesser werden zudem die Druckverhältnisse im Kraftstoffsystem gestört. Auf Dauer werden Dichtungen angegriffen, beschädigt und damit funktionsuntüchtig. Ein wichtiger Parameter für Klopffestigkeit ist der zugesetzte Alkoholanteil im Kraftstoff. Da Alkohol hygroskopisch ist und dadurch mit dem Kondenswasser eine Verbindung eingeht, verringert sich dessen Anteil im Kraftstoff. Daraus ergibt sich eine verringerte Klopffestigkeit
und es kommt zum Klingeln und Klopfen während der Kraftstoffverbrennung, erhöhten Verbrennungsrückständen und auf Dauer ebenfalls zu Motorschäden. Die Entstehung und Absetzung von Wasser im Kraftstoffsystem ist ein kontinuierlicher, stetiger Prozess und als solcher nicht zu verhindern. Parallel dazu existiert noch eine weitaus bekanntere Problematik. Mineralölgesellschaften und Fahrzeughersteller verweisen auf die Entstehung von Ablagerungen und Verschmutzungen im gesamten Kraftstoffsystem durch den getankten Kraftstoff. Diese Ablagerungen werden von ausgeschiedenen Bestandteilen des Kraftstoffs verursacht, welche als Gummi-, Lack- und Harzrückstände bezeichnet werden. Neben einer Reihe von anderen Gründen liegt die Hauptursache in der Zersetzung bzw. Alterung von Kraftstoffen, der automatischen Oxidation. Die Gummi-, Lack- und Harzrückstände sind immer dann gut zu sehen, wenn beim Tanken Benzin verschüttet wird und dieses an der Karosserie herunterläuft. Das Benzin verflüchtigt sich sofort und zurückbleiben braune Rückstände, genau diese Gummi-, Lack- und Harzrückstände. Diese Betriebsstoffverschmutzungen verbleiben als klebrige Reste im Tank, den Vor- und Rücklaufleitungen, den Ansaugwegen sowie im Vergaser und den Einspritzdüsen, kurzum im gesamten Kraftstoffsystem. Das bedeutet wiederum, im gesamten System verändert sich das Kraftstofffließverhalten, hier an einzelnen Baugruppen dargestellt. Ablagerungen an den Ventilen und Einlasskanälen verengen und behindern den Durchfluss des Kraftstoffs und des Kraftstoff-Luftgemisches. Im Bereich der Einspritzdüsen führen diese Rückstände zur Kraftstoffunterversorgung bis hin zum Totalausfall. Bei Düsennadelklemmen kommt es während der unkontrollierten Verbrennung zum Abwaschen des Ölfilmes an den Zylinderwänden. Durch erhöhte Reibungswerte sind thermodynamische Probleme die Folge. Die Endkonsequenzen sind schlechter Wirkungsgrad, zunehmender Leistungsverlust, höherer Kraftstoffverbrauch und daraus resultierend eine höhere Umweltbelastung, da zur Erzielung gleicher Fahrleistung einfach mehr Gas gegeben werden muss. Bei besonders starken Verschmutzungen droht dem Motor letztendlich der Erstickungstod. Ein großes Problem sind vor allem die sporadisch auftretenden Störungen, die mit den üblichen Testverfahren nicht lokalisiert werden können. Es zeigen sich folgende Betriebsstörungen: Startprobleme, Klappergeräusche, hoher Kraftstoffverbrauch, schlechtes Schiebezugverhalten und miserable Beschleunigungswerte. Was bedeutet das für die Kfz-Werkstatt? Durch die Komplexität der Fehlerursachen ist die Fehlersuche zeitintensiv und deshalb teuer. Auch nach kostenintensivem Austausch von Teilen gelingt nicht immer eine vollständige Fehlerbehebung. Letztendlich ist der Kunde unzufrieden und wechselt die Werkstatt. Um langwierige und teure, aber oftmals nicht erfolgreiche Reparaturen zu vermeiden, kommt es zur Anwendung unseres chemischen Werkzeuges, der Kraftstoffsystemreinigung. Die Ausführung ist denkbar einfach. Unabhängig vom Tankinhalt, durch Zugabe des Kraftstoffsystemreinigers während oder nach dem Kundendienst in den Tank des Kraftfahrzeuges. Dieser wird über die Kraftstoffpumpe im gesamten Kraftstoffsystem verteilt und löst währenddessen sämtliche Rückstände molekular fein auf. Das Wasser und die Harzrückstände gehen durch den Kraftstoffsystemreiniger eine Verbindung mit dem Kraftstoff ein. Es entsteht eine sogenannte stabile brennbare Emulsion. Im Verbrennungsraum werden diese aufgelösten Rückstände inklusive dem Wasser, ohne vom Fahrer bemerkt zu werden, einfach mitverbrannt. Hochwirksame Schmierkomponenten schützen währenddessen das gesamte Kraftstoffsystem. Dichtungen, Elastomere und Simmerringe werden geschmeidig gehalten. Eine Phasentrennung des Alkoholkraftstoffes, also die Zersetzung des Kraftstoffes, wird verhindert. Es entsteht kein Alkohol-Wasser-Gemisch und die Klopffestigkeit des Kraftstoffes wird in vollem Umfang erhalten. Die vom TÜV nachgewiesene und zertifizierte Wirkung ist nicht nur temporär, sondern bietet durch einen sich aufbauenden Schutzfilm im gesamten System einen erwünschten positiven Langzeiteffekt. Es ist vollkommen ausreichend, die Kraftstoffsystemreinigung einmal im Jahr beim Kundendienst einzusetzen.
Im Endergebnis kommt es zu folgenden Effekten: Bestmögliche Schmierung, optimale Kraftstoffversorgung, kraftvolle Verbrennung, hervorragender Wirkungsgrad, extreme Laufruhe, reduzierter Kraftstoffverbrauch und ausgezeichneter Systemschutz. Erst durch den Einsatz der Kraftstoffsystemreinigung für sowohl Otto- als auch Dieselmotoren kommt es zum bestmöglichen Service für zufriedene, treue Kunden.